beachten Sie die Geschwindigkeitsbegrenzung. Wir sind jetzt da und haben an für sich vor, die Strecke jetzt da so weiter zu fahren, bis nach Vianden, dann Stellplatz. Ja, hallo zusammen, wir halten gerade Kriegsrat. Nee, wir besprechen gerade mal den weiteren Verlauf unserer heutigen Etappe. Wir sind hier gestartet in Liefrange. Dort haben wir eine ruhige Nacht am Campingplatz verbracht, sind weiter nach Wilz gefahren, hier diese ganze Strecke entlang und stehen nun in Clairvaux. Wilz haben wir uns das Schloss angeschaut und das Streikdenkmal. Und hier in Clairvaux werden wir auch mal einen kurzen Rundgang durch das Städtchen unternehmen, bevor wir dann unsere Reise fortsetzen. Heute Morgen sind wir schon ganz schön erschrocken. Das Thermometer zeigt Temperaturen mit einem Strich davor an, also minus. Überall war es schon recht weiß gewesen und damit haben wir an für sich gar nicht gerechnet. Momentan haben wir Temperaturen von 8 Grad, das ist ja wieder erträglich. Mit den Sommerreifen hier ist das bei Minustemperaturen halt so eine Sache. Ja, wir werden euch gleich wieder mitnehmen, wenn wir das Städtchen Clairvaux ein wenig erkunden. Boah, ey, ganz schön frisch. Wir müssen uns erst an die Temperaturen wieder gewöhnen. Der Glatze B. Naja, fast. Hier im Schloss in Clairvaux ist ein Museum untergebracht mit einer Ausstellung zur Ardennenschlacht. Das interessiert uns jetzt weniger, deshalb ziehen wir mal etwas weiter. Ja, Bäckereien, Metzgereien, hier in Clairvaux ist alles vorhanden. Und schaut man sich da vorne den Platz an, da sieht man, man hat ausreichend Möglichkeiten, ausreichend Lokale, um es sich gut gehen zu lassen. Ja, auch das muss ab und zu mal sein. Unsere Betty läuft halt nur mit Diesel. Aber angesichts der Dieselpreise hier in Luxemburg ist das doch noch recht erschwinglich. Wir sind in Vianden angekommen. Conny muss noch den Reiher dokumentieren, der auf der anderen Seite am Ufer steht. Ich weiß gar nicht, ob ihr ihn überhaupt seht. Da drüben steht er. Schade, dass im Moment nicht die Sonne scheint. Das wäre mit Sicherheit viel schöner anzusehen mit dem Schloss auf dem Hügel. Aber in diese Richtung gehen wir jetzt und mal schauen, was es da zu sehen gibt. Ihr habt gesehen, wir waren in der Burg Vianden. Wenn ihr mal hier seid, 10 Euro pro Person kostet der Eintritt, aber nach unserer Meinung, es lohnt sich. Wirklich schön, auch für Kinder ist was da, multimedial teilweise aufbereitet, eine schöne Aussicht, perfekt. Wir stöbern noch weiter ein wenig durch Vianden, bevor wir uns zu einem kurzen Kaffee trinken Richtung Wohnmobil verziehen. Wir werden, denke ich, heute Abend hier auch irgendwo mal was essen gehen. Hier auch in Vianden gibt es offensichtlich einen Renovierungsstau. Genau. Ja, da gibt es auch was anderes. Unser Stellplatz am Camperpark Vianden. Noch ca. 200-300 Meter diese Richtung ist dieser Camperpark gelegen. Nachdem wir bei leichtem Regen wieder zurück an unseren Parkplatz, an unseren Stellplatz in Vianden gelaufen sind, haben wir uns dann nach unserer Pause auf den Weg gemacht, um uns bei dem Italiener unserer Wahl in Vianden ein leckeres Abendmahl zu bestellen. Pizza geht einfach immer. Wir fahren auf jeden Fall mal von Vianden da hoch. Das ist, wir fahren Umweg. Nee, das da. Der da. Ah ja. Kringli. Belvedere. Da wollte ich an für sich hinfahren. Die Kirche runter. Und dann halt da La Rochette. Da gibt es nochmal Burg, soweit ich das noch in Erinnerung habe. Und da geht es halt weiter. Da fast bei Kronsdorf ist unsere Wanderung geplant. Also ist das mit dem Müllertal. Das ist das mit dem Müllertal, richtig. Mhm. Da hinaus ist es mit dem Müllertal. Ja, hallo zusammen. Wir sitzen hier gerade nach unserem Abendessen gemütlich im Wohnmobil, haben die Heizung angemacht, denn draußen ist es wirklich schon wieder frisch. Und planen die Route für morgen. Was heißt planen? Geplant haben sie an für sich Patrick und Natascha für uns, also Patascha's World, unbedingt reinschauen. Die haben uns diese Route mehr oder weniger vorgegeben, der wir nun folgen. Insgesamt können wir bisher sagen, ein sehr gelungener Roadtrip. Unbedingt, wenn ihr das noch nicht habt, besorgt euch das Buch. Es ist wirklich interessant, durch dieses letzte Großherzogtum zu fahren. Viele Sachen, die wir als Saarländer, die wir ja gerade nebenan wohnen, bisher nicht wussten, noch nie gesehen haben. Also für die beiden einen dicken Daumen nach oben. Ja gut, für uns ist es jetzt Zeit, so langsam unser Schlafgemach aufzusuchen. Und ich würde sagen, bis morgen. Tschüss. Tschüss. Ja, wir hatten gut daran getan, doch rechtzeitig den Stellplatz in Vianden anzufahren, denn am nächsten Morgen war der Stellplatz gerammelte voll. Mit diesen Bildern aus dem Teil 3 unserer Luxemburg-Reise möchten wir uns von euch hier nun in diesem Video verabschieden. Wir hoffen, wir konnten mit diesem Video einige Informationen, einige schöne Szenen für euch bereitstellen. Und wir würden uns, wie immer, natürlich freuen, wenn wir uns in dem nächsten Video wiedersehen würden. In diesem Sinne, herzlichen Dank fürs Reinschauen. Wenn ihr wollt, gebt uns doch einen Daumen nach oben, schreibt uns einen Kommentar und wer noch nicht getan, der möge doch bitte unseren Kanal abonnieren. Herzlichen Dank, bis zum nächsten Mal. Tschüss.